Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Marvel Heroes. Hallo, hallo. So, dann wollen wir mal mit Neues Gerücht zum Dienst? Maria quatschen. Ausgezeichnete Arbeit. Ich verstehe jetzt, warum Director Fury ausdrücklich nach dir verlangt hat. Shield kann jetzt ab jetzt übernehmen. Na, dann übernimm Sie mal. hat mich Huge, eingeladen. Stufe Black 57. Widow hat dich eingeladen. Frag doch Sidwell, er war dabei. Hast du? Nie und nimmer. Ich habe eine Zwischensequenz. Reden wir nicht weiter drüber. Ich stehe zu meinem Versprechen, Doom. Hier ist deine Tafel. Gut gemacht, Ghost. Ich habe dich unterschätzt. Was soll das heißen? Ich will damit sagen, dass mich dein Erfolg überrascht. Meinetwegen. Der gesamte Betrag wird überwiesen. Wurde bereits veranlasst. Dann trennen sich hier unsere Wege. Auf Nimmerwiedersehen. Doch. Der Plan nimmt zusehends Gestalt an. Katte, bist du schon raus aus dem Dings? Ich hatte gefragt, weil der gesagt hat, er hatte ein Date mit Black Widow. Du bist Black Widow. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, Du war am musst mich Anfang. vorab gefüllt haben. Wir müssen hier mit dem reden hier, mit der Maria wieder. Ärger bei Sorg Xavier. dafür, dass ich diese Unterhaltung nicht bereue. Vorerst ist deine Arbeit für Shield getan. Allerdings haben wir eine Bitte um Hilfe von Professor Charles Xavier von den X-Men erhalten. Wir sind ein wenig unterbesetzt, da wir den ganzen Schaden aufarbeiten müssen, den die aus dem Raft ausgebrochenen Schurken eingerichtet haben. Vielleicht könntest du dich zur Xavier-Schule für Lernen weit hochbegabte unten, er braucht Jugendliche keine begeben Kettensägen, und sondern nachsehen, was er Hulk. benötigt. Havok da drüben kann dich in einem Quinchet zu Xavier's Schule fliegen. Cool. Er hier? Bruce, du bist kein Monster. Du bist eine Naturgewalt. Schön. Hier ist ein Fragezeichen. Oh. Ich sehe hier kein Fragezeichen. Also Sicher? hier, ja, hier ist Magic, Angriff auf den Limbo. Sprich mit Magic in Xavier's Willow. Willow. Nicht? Ja. Ist deine Mission jetzt oder was? Nee. Ich soll im Cerebro Professor Xavier besuchen. Ja, ich auch. Aber ich habe hier kein Fragezeichen. Dann lass uns mal erstmal zu dem neuen Professor gehen. Wieso hast du denn irgendwo noch eine andere Mission oder was? Ich hatte rechts an der Seite beim Missionsüberblick oben drüber. Da waren auch nochmal welche gewesen, aber die habe ich aufgemacht und weggeixt. Okay. Wo rennst du jetzt lang? Na, ich suche das. Die Die hat auch sollen wir was. ja. Ja, die habe ich auch. Aber wir sollen ja zu dem Typen jetzt, zu also dem Professor. Der ist da hinten irgendwo. Ja. Danke, dass du gekommen bist. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Okay, um Gottes Willen. Wo siehst denn du das hier? Das ist keiner für mich. Was? Ah, jetzt habe ich die Die Sequenz Tat fühlt sich übersprungen. gut an. Ich will mehr. Hatten wir nicht gerade Dings Besuche, den im Cerebro? Ja, habe ich immer noch. Aber ich sehe hier keinen. Ah. So, ich habe jetzt abgeschlossen. Hier ist nur Studentin. Und die sagt, was machen wir denn jetzt?
Dann quatsch mit der ollen Fragezeichen-Lady da unten. Oh, jetzt habe ich die Zwischensequenz abgebrochen. Das ist leider nicht möglich. Jetzt kriege ich die auch nicht mehr wieder. Ach, ist doch so ein Kotzen. Wo bist du denn jetzt überhaupt? Na, vorne beim Fragezeichen. Ich sehe dich nicht mal mehr. Soll ich es trotzdem vorlesen? Doch, jetzt bist du hier. Du bist da. Sind wir noch in der Gruppe? Ich denke schon. Hä? Ja, lies vor. Oh, hallo Black Widow. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Leider haben wir wenig Zeit. Ich spüre eine mächtige Dunkelheit, die im Limbo heranwächst. Ich fürchte, dass einer der unternehmungslustigeren Dämonen eine Schar Anhänger um sich versammelt hat und böse Absichten verfolgt. Vieles deutet darauf hin, dass er die Erde unterjochen will. Der Dämon heißt Nastri und ist nicht zu unterschätzen. Das ist eine lange Geschichte. Er hat Kreaturen des Chaos aus zahllosen Welten um sich geschart, die jeweils für sich allein schon eine große Gefahr darstellen. Du musst in den Limbo reisen und ihn besiegen, bevor sein Plan, eine Brücke zur Erde zu errichten, Wirklichkeit wird. Aber wie gesagt, ich sehe dich nicht auf der Karte. Normalerweise sehe ich dich auf der Karte. Ne, hier ist niemand. Oh, dann wieder zurück hier in den Avengers Tower und wieder nach oben drücken da. Ach, geht wieder nicht. Gut drauf heute? Wo ist denn hier ein Portal? Hier ist ein Portal. Mission angenommen. Das ist leider nicht möglich. Siehst du mich auf der Karte? Ja, ich komm doch schon gelaufen. Dir aber du siehst mich. Trauen. Auf dem als X oder irgendwie als Pfeil. Ich weiß noch nicht mal, wo du gerade bist. Ich stand auf der Plattform. Achso. Ach, ey, das kann doch nicht sein. Es ist egal, wo ich jetzt hin. Der ist im Fist Tower. Avengers Tower. Wo bist denn du? Im Ladebildschirm. Siehst du den Typen du hier noch? Nicht an du, okay. Also der ist schon weg. Das jetzt dann mach noch mal einen anderen Charakter holen und dann. Also, wo glitzert und glänzt es? Und dann noch mal. Die zwei mächtigsten Krieger heißen. Dann nehmen wir da noch mal rein hier. Ich glaube 5 müsste das jetzt mittlerweile sein. Genau. Jetzt sehe ich dich wieder. Ne. Was ist denn deine Aufgabe? Was steht denn da jetzt hin? Besuche Professor Xavier in Cerebro. Ärger bei Xavier. Manu? Genau. Wir sind hier bei dem. Ich bin auch jetzt nochmal auf. Hast du auf der Karte irgendwo jetzt so ein orange, also auf deinem Bildschirm ein orange Fragezeichen? Nee. Und wenn du jetzt hier rausgehst, kommt dann ein Fragezeichen? Das ist leider nicht möglich. Nee. Weil bei mir zeigt er mir jetzt an, ich soll da hinten zu dieser Tür.
Ich habe nur hier drüben halt das Ausrufezeichen, ja, aber. Nee. Ja, was machen wir denn jetzt, ja? Keine Ahnung. Wieder Gruppe verlassen, ey. Schmeiß mich mal raus, probier das nochmal mit dem hin und her. Oh, das ist doch anstrengend. Kann doch nicht sein, dass jede alle nach drei Folgen schon wieder. Das ist schon jetzt die dritte Folge. Das ist genauso wie beim letzten Mal die dritte Folge. Ich verstehe das alles nicht. Wo rennst du jetzt hin? Zum Portal, damit ich mich nochmal zum Fist Tower. Oh, hier, da ist ja kein Portal. Portal ist da drinne. Wieso denn Fist Tower? Avengers Tower? Drück einfach diese olle komische Taste nach oben. Wenn ich die Taste nach oben drücke, scroll ich nur nach zu mir rein. Und drücke ich die Taste nach unten, kommt kein Basisportal-Ziel festgelegt. Ach so, nee, dann musst du da hinten. Ja, scheiße. Ja, geradezu. Ach da! Susan, du siehst fantastisch aus für eine zweifache Mutter. Hier wird ein Profi gebraucht. Der springt in der Luft. Der läuft hier einfach aus in der Luft. Oh, das Spiel ist einfach nur buggy. So, ich habe jetzt getauscht und bin wieder auf dem Weg zurück. Und alleine schon, wenn ich mir die Karte öffne, sehe ich, dass da kein Fragezeichen ist. Dann weiß ich auch nicht weiter. Nee, ich auch nicht. Geben wir es diesen Versager. Also ich könnte es maximal jetzt versuchen, dass ich nochmal zum Avengers Tower gehe. Dieser Krieg erfordert auf mehr Präzision, einen anderen Heldenwechsel und dann mich einlogge und dann nochmal auf meinen anderen Charakter wieder wechsel, also auf Black Widow. Was anderes fällt mir da jetzt auch nie ein. Der KGB experimentierte mit Psychomutanten-Gene. Darüber willst du nichts wissen. Ach Mann, das macht keinen Spaß. Denn du hättest vorher sagen müssen, was suchst du da? Bevor ich da gedrückt habe. Die ging ja, aber das ist ja das Cerebro. Ich hab's ja erkannt. Ja, die, komischerweise finde ich auch nicht das Fragezeichen am Anfang. Na gut, das kann vielleicht am Level liegen. Das, was du da vorgelesen hast, das war bestimmt wieder irgendwas Schwereres. Was ist denn, komm mal, bist du jetzt hier? Ich bin im Tower. Wechsel mal, nee, komm mal jetzt hierher und wechsel mal denn den Charakter. Vielleicht darfst du die Geschichte mit Level 60 nicht mehr machen. Weil ich einfach mal komisch finden würde. Also mit Black Widow, Quatsch, Black Hat kann ich auch nicht. Also fragezeichenmäßig. Ja, dann probiert mit auslocken. Ja, wir machen jetzt hier Schluss. Wir hören jetzt mit der Folge hier auf. Sollte das nicht funktionieren, dann ist auch. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwann auch die Schnauze voll von dem Mist hier. Weißt du, wenn das hier nicht weitergeht, das ist doch Irrsinn. Mein Gott, ja, alle drei Folgen riecht man sich auf, weil hier irgendwie alles buggy ist. Sieh dir deine kleine Vorzeigefamilie an Spiel. Und sag mir, dass du nicht so weit du kannst. So, Freunde, bis zur nächsten Folge vielleicht. Genau. Tschüssi. Tschüssi.